Jeder kennt ihn, diesen einen kleinen Bruder von euren Kumpels, der immer dabei ist. Er nervt einfach nur tierisch, lebt auch zu Hause irgendwie auf dem Speicher im Dunkeln. Bei den Girls hat er sowieso keinen Stich. Ja, und dann gibt es eben diesen anderen, den coolen Bruder, ne? Und warum erzähle ich euch die Geschichte? Ich erzähle euch die, weil, schaut mal in Instagram rein, ich mache auf R6 Avant 600 PS, er driftet, er macht Launch Control, omnipräsent ist er, ist maskulin, ein Traum der Deutschen. Und ich habe mir jetzt in unseren 10 Fakten zum Audi R7 Sportback vorgenommen, dass ich Hitch, der Date-Doktor bin, und euch in 10 Schritten erklären will, warum dieses Auto mindestens mithalten kann mit seinem großen Vorbild, mit seinem relativ bauähnlichen Modell, den R6 Avant. Wenn es euch interessiert, bleibt gerne dran. Gelandet seid ihr übrigens ja bei den Frauen nie erfolghabenden Autotester eures Vertrauens. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Wenn ihr wollt, schreibe ich euch auch meine Nummer auf eine Visitenkarte oder auf den Po. Ja, und dann geht's jetzt auch los mit mir. Ich bin der Jan und dem Audi R7 Sportback. Viel Spaß bei dem 10 Fakten Review. Sprechen wir im ersten Punkt ein bisschen über die Historie. Man muss ja immer verstehen, wo kommt der Patient her, damit wir bestimmen können, wo er hin soll. Die Performance-Version, die hatte dann schon 605 PS, also 5 PS mehr als der. Und 2018 hat die Conny von Audi angerufen und gesagt, Jan, kommst du nach Südafrika? Die C8, also zweite Generation vom A7, wird vorgestellt. Und ich fand den wunderschön, ohne Scheiß. Und dann hat es eine Weile gedauert, Ende 2019, Anfang 2020, jetzt ganz neu, haben die Ingolstädter demnach dem RS6 Avant dann eben auch die RS-Version verpasst. Hier steht sie jetzt mit 600 PS, ist ja völlig krank, und in unserem Review wollen wir die euch jetzt vorstellen. Kommen wir zum zweiten Punkt, das sind die Wettbewerber. Und ihr wisst ja, wenn ihr alleine in der Disco seid, ist es einfach, Mädels aufzureißen, weil ihr seid ja alleine, ne? Ihr seid quasi der einzige Typ auf einer einsamen Insel, ich muss nicht mehr erzählen. Großen Bruder RS6 Avant, das ist für die Deutschen mit dem Kombi-Karosserie-Ding halt einfach ein Traum. Fragt mich nicht, warum. Warum der besser ankommt als der, ich weiß es nicht genau. Aber wir haben natürlich jetzt in unserer Disco noch einige externe Wettbewerber. Und da haben wir erstmal die kleinere Fraktion. Manche Mädels sind ja selber kleiner, stehen auf kleinere Jungs, ne? Das ist der M8 mit 625 PS. Ich liebe dieses Auto, dem würde ich jede Frau gönnen, ehrlich. Die Alfa Romeo Giulia Quattrofoglio mit 510 PS. Ich liebe sie, dem würde ich jeden Mann gönnen natürlich. Und auch jede Frau. Muss ja gendermäßig korrekt bleiben. Ja, dann gibt es den Mercedes-AMG C63 S-AMG mit 510 PS, glaube ich. Es gibt den E-AMG mit 612 PS. Und dann kommt eben die größere Variante, die Oberklassenlimousine mit dann Fließheck. Da gibt es den M8 Competition als Coupé, als Grand Coupé, als Cabrio. Der hat 625 PS. Es gibt den Panamera Turbo mit 55 PS, auch als ST, das Panamera Turbo S mit 680 PS. Es gibt den CLS von Mercedes und es gibt den AMG T4 Türer. Ja, der hat von 585 PS und in der S-Variante 639 PS. Ihr seht schon, es ist verdammt schwierig, in dieser Disco die Herzen der Leute zu erobern. Aber nicht unmöglich. Kommen wir im dritten Punkt zu der Optik. Und jetzt hat das natürlich schwer, weil der R6 Avant hat 4 cm Kotflügelverbreiterung rechts und 4 links, also 8 cm breiter. Und der hat nur 2 cm.
auf jeder Seite. Also ist 4 cm breiter. Ist ja natürlich schon mal schlechter. Aber nicht jedes Girl da draußen steht auf Dwayne The Rock. Es gibt auch Leute, die irgendwie auf Michael Jackson stehen. Was ein Scheißvergleich. Und jetzt muss man diesem Auto optisch nicht helfen, weil der ist top in Schuss. Der sieht wunderschön aus. Vielleicht eines der schönsten Modelle hier in seinem Wettbewerbsumfeld. Aber man könnte ihn ein bisschen anders anziehen. Navara Blau Metallic ist drauf für 1000 Euro. Ich würde es einfach in Schwarz oder Nardo Grau zum Beispiel nehmen. Und dann hat er hier ja das serienmäßige Alu hier draußen, auch in den Boomerang-Elementen hier. Da würde ich das Carbon-Paket schwarz nehmen, dann sieht er böse aus. Ich würde auch die Ringe schwarz machen, genauso wie das R7 zeigen, aber ansonsten hier mit diesen drei Öffnungen hier, mit dem Single-Frame, der riesig ist, mit der langgezogenen, schön ausgeformten Haube, toll. Auch das Licht ist hier für 2500 Euro das Matrix-LED-Licht drauf, wunderbar. LED-Licht serienmäßig, macht so zur Begrüßung so ein kleines Tischfeuerwerk, Wahnsinn. Dann haben wir hier 22 Zoll Felgen drauf, bei 21 geht's los. Ja, wir haben hier silberne Spiegelkappen, wir haben hier eine silberne Umrandung um die Fenster, auch das würde ich alles dunkel nehmen. Oder in Wagenfarbe hier hinten würde ich die Fenster abdunkeln. Ich würde hier unten den Schweller auch dunkel nehmen, aber wenn ihr dann mal ein Stück weggeht und dieses Auto im Profil anschaut, dann hat es hier einfach eine wunderschöne Form. Und wenn ihr mal zu mir kommt, dann seht ihr, dass dieses Heck von hinten aussieht wie so eine Yacht, mega geil. Der Spoiler fährt bei 120 hier raus über dem Kofferraum. Wir könnten wegen da hier die Ringe, das R7 dunkel nehmen, hier diese Spange dunkel. Und dann haben wir hier hinten die Endtöpfe natürlich. Die sind oval, sehen riesig aus, als würde man in Gotthard reinfahren. Ja, natürlich hier diese Rückleuchten mit dem Lichtband machen auch nochmal so eine Disco-Performance. Da hinten noch abdunkeln und der ist optisch einfach perfekt. Sprechen wir also über den vierten Punkt. Und jetzt weiß ich ja natürlich, es geht bei dem Auto auch drum, dass die Girls ihre Schuhe hinten reinkommen, soll praktikabel sein. 500 bis 1400 Liter ist der Kofferraum groß. Hier bekommen wir auch noch Rosen verstaut oder ähnliches hier hinten für die Mädels. Und jetzt habe ich euch ja schon ein langes Review gemacht. Deswegen werde ich jetzt nicht nochmal auf die Rückbank springen. Schaut einfach mal rein, wie viel Platz hier hinten ist, wie nobel das hier alles in diesem Cognac Braunleder ausgeformt ist, schon groß, Audi. Kommen wir zum fünften Punkt und jetzt schaut mal hier rein, die Töpfe hier, 1400 Euro, teure Sportabgasanlage, erkennt daran, dass sie dunkel ist, sieht aus, als würde man in Gotthard reinfahren. Ja, und die Mädels stehen natürlich auf Sound vorm Club, oder tun sie es nicht. Auf jeden Fall, die Mädels sind der Ski, ach, egal. Was ich euch sagen kann, ist, wir haben Otto-Partikelfilter da drin, wir haben neue Abgasvorschriften, neue Soundvorschriften. Ihr wartet mal da und ich zeige euch, wie der klingt. Ich habe euch hier ja den M8 auch vorgestellt, das Grand Coupé. Da könnt ihr euch den Sound auch mal anhören. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob er euch gefallen hat oder eben nicht. Kommen wir zum sechsten Punkt. Das ist der schwerste für mich. Ich erkläre euch, warum dieses Auto nicht nur geradeaus funktioniert, sondern auch in der Kurve stabil sein soll. Ist klar, niemand mag pomadige, faule Typen im Club, die nur da sitzen. Ne? Und erstmal steht der hier serienmäßig auf einem Luftfahrwerk. Was interessant ist, tut der RS6 auch. Aber der RS6 hat eine Wankstabilisierung drin, hat der nicht. Was der machen will, ist ja die kurvenäußeren Federn immer härter machen jeweils, damit dieses Auto sich in der Kurve wenig neigt. Der steht hier auch im Vergleich zum Stangen A 7 cm tiefer, kann noch mal 1 cm runtergefahren werden im Dynamic-Modus und 2 cm höher, wenn wir jetzt irgendwie über Poller fahren wollen oder so. Und dann ist er in 3 Stufen pimper. Erstmal für 1250 Euro gibt es das Dynamic Ride Control Fahrwerk, ist ein Stahlfahrwerk, gibt es auch für ein R6
Avant. Ja, und dann gibt es das Dynamic-Paket für 4.000 Euro. Das kommt dann mit einem Sperrdifferenzial an der Hinterachs, mit einer Aufhebung der Endgeschwindigkeit auf 280 km/h. Die Dynamic-Allradlenkung ist da drin. Und es gibt das Dynamic-Paket Plus. Das hat dann hier vorne diese ultra krasse Keramikbremse mit 44 cm Durchmesser drin und eine Aufhebung der Endgeschwindigkeit auf 305 km/h. Außerdem haben wir hier eben den Quattro-Allradantrieb drin mit einer Verteilung 40 vorne, 60 hinten. Wir kommen bis zu 85% der Kraft nach vorne und bis zu 75 nach vorne. Zudem serienmäßig die Progressivlenkung. Ihr seht schon, Chapeau. Sprechen wir im siebten Punkt über das Herzstück. Da stehen die Mädels drauf, das Herz, ne? Wir Jungs auch, den Motor. Und ja, da müssen sich die Ingolstädter nicht verstecken. Da haben sie gedacht, rufen wir mal bei Porsche an, sagen, was ist das Beste, was ihr habt? Klar, jeder hat einen Date-Doktor in der Firma, ne? Und die haben gesagt, ja, wir haben hier unseren 4 Liter V8 Biturbo. Der hat jetzt hier 600 PS, 800 Newtonmeter. Das Auto wiegt 2140 Kilo, beschleunigt in 3,6 Sekunden auf Tempo 100, ist in 12 Sekunden auf 200, Normverbrauch von 10,4 Liter. Der hat hier drin eine Mildhybridisierung mit Riemenstarter-Generator. Ich erkläre es euch jetzt nicht nochmal, die soll bis zu 0,8 Liter sparen. Hat eine Zylinderabschaltung, das heißt, wir können 4 Zylinder der 8 abschalten, wenn wir sie nicht brauchen. Wir haben zwischen 12 und 15 Liter gebraucht. Ist ein toller Motor, der hat 40 PS und 100 Newtonmeter mehr als der Vorgänger, während die Performance-Version im Vorgänger auch schon 605 PS hat. Ja, jetzt kommen wir dann zum achten Fakt im Innenraum. Und ganz im Ernst, das hier drin ist ein mobiles Office und die Audi-Architektur, Struktur hier drin, die Einbindung vom Infotainment ist so gut, dass man sich's ehrlicherweise kaum besser vorstellen kann. Auch Porsche macht das ähnlich, aber gar nicht so viel besser, ist ja ein Konzern. BMW macht das ein bisschen verklüfteter, ein bisschen mehr edgy, ja, ein bisschen mehr kitschig vielleicht. Und die Mercedes-Innenräume gefallen mir nicht so gut, das ist aber einfach Geschmackssache. Aber Materialverarbeitung, Qualität ist hier drin einfach auf einem ganz hohen Level. Und dann sehen wir hier horizontale, vertikale Anordnung, 12,3 Zoll großes digitales Kombi hier drin mit dem Hockeyschläger. Wir können den G-Kraftmesser anzeigen. Wir können die Navi-Karte groß machen, klein machen ins Eck, was immer wir wollen. Leistung, Drehmoment, Head-Up-Display, Bang & Olufsen-Anlage für 6.000 Euro und 3D-Sound hier drin. Hier haben wir dann das MMI Navi Plus, wo wir die Kacheln verstellen können. Mit dem Radio natürlich, mit Apple CarPlay, Android Auto, mit Apple hier drin. Hier haben wir alles zum Fahrzeug, den Drive Select Schalter, den wir hier haben, können wir dann Efficiency, Komfort, Auto und RS1 Modus, Antrieb, Fahrwerk, Lenkung, Motorsound konfigurieren und dann hier drauf drücken und dann ist er direkt drin am Lenkrad. Wir haben hier die Rückfahrkamera, toll. Wir haben hier dann die Assistenten, die wir uns anzeigen lassen können. Hier sehen wir sie dann auch. Ich zähle sie jetzt nicht alles auf, aber da ist echt alles drin mit den Paketen, was man will. Sitzkühlung, Sitzheizung hier unten, alles für die Klima. Und jetzt schaut euch mal hier diese Leder-Valcona Sportsitze an für 1750 Euro mit integrierter Kopfstütze, mit RS-Zeichen im Nacken. Wir haben hier das Alcantara-Paket, unten abgeflachtes Lenkrad hier, perforiert, mega geil RS-Lenkrad. Das Einzige, was ich hier drin noch schöner finde, ist das Alcantara-Paket mit dem Alcantara-Lenkrad und dem Alcantara-Gangwahlhebel, aber ansonsten... Muah. Ja, ich freue mich schon. Kommen wir zum neunten Fakt und ich würde falschen Job machen, würde ich mich nicht freuen. Wir kommen zum Fahren, da ist er der Schlüssel. Starten möchte ich mit dem Sound von innen. Wir haben ja hier den Soundakkurator drin, RS-Modus ist drin, ist alles hier auf Sportlichkeit getrimmt. Gib mal im Leerlauf ein bisschen Gas. Alter, Donnerbrobbeln. Jetzt machen wir das ESC hier aus. Ich fahre mit euch auf die Straße und ihr wollt ja immer Launch Control, Launch Control. Jan, mach mal Launch Control. Also Bremse drücken, Gas. Da kommt dann vorne das Zeichen. Und jetzt gehen wir. Andale! Und so schnell sind wir in 3,6 Sekunden auf 100. Jetzt machen wir das ESC wieder rein. Wir haben einen kleinen Lehrauftrag, möchte ich fast sagen. Ihr sollt nicht mit ausgeschaltetem ESC auf der Straße fahren, außer ihr seid Michael Schumacher, Lewis Hamilton oder der Bachelor. Und ich glaube, der letzte Bachelor ist auch ein bisschen zu schnell mit dem Moped gefahren. Macht das also nicht. Ich zeige euch jetzt, wie dieses Auto sich fährt. Und hier, der Motor ist brachial, aber was will man auch anderes erwarten vom 600 PS
4 Liter V8 Biturbo, der M8 hier drin. Der hat interessanterweise ja, 0,4 Liter mehr Hubraum, aber weniger Drehmoment, aber 25 PS mehr. Und wie jetzt der RS7 gerade im Vergleich zum Vorgänger in der Kurve klebt und ja, wie er sich lenken lässt, ist verrückt, weil er hat eine tolle Lenkung. Die Lenkung ist sogar besser als die vom M8. Der Punch vom M8 ist ein bisschen größer. Ja, wir haben hier den tollen Quattro drin. Beim M8 haben wir natürlich auch den reinen Heckantrieb. Der ist hier auch leicht hecklastig abgestimmt. Wir haben die Allradlenkung, wir haben das Sperrdifferential hinten. Wir haben keine Wankstabilisierung, das habe ich euch gesagt. Aber trotzdem funktioniert dieses Auto wunderbar und erinnert mich so ein bisschen an Sumo-Ringer, weil es wiegt 2140 Kilo. Ja, und trotzdem ist es agil, schnell, schnell im Ansprechverhalten. Die 8-Gang-Automatik hier drin verdient ein Sonderlob. Die Keramikbremsen sind toll, sind besser als die Bremsen im BMW. Dieses Auto ist einfach nur eine Waffe und gleichzeitig, wenn man jetzt Drive Select auf Komfort schaltet, mit einem Knopfdruck ist es jetzt auf einmal ein weich abgestimmtes Auto, ein Daily Driver, mit dem man weite Strecken zur Arbeit fahren kann. Es ist ruhig, lenkt sich leichter. Das ist eine Allzweckwaffe. Chapeau, kommen wir zum nächsten Punkt. Muah. Kommen wir zum 10. Punkt, meiner Meinung zum Auto und der preislichen Gestaltung. Jetzt habe ich natürlich überhaupt nichts mit Hitch, dem Date Doctor, zu tun. Die Girls standen nie auf mich, ich meistens nur auf sie, deswegen lassen wir das einfach mal. Kommen wir zu meiner Einordnung eben von diesem Auto und das ist wirklich krass, weil, naja, der hat den Punch von dem alten R7 Performance. Die Lenkung ist wesentlich besser, in der Kurve funktioniert da besser. Für dieses Auto gibt es von mir eine klare Empfehlung. Ich finde den wunderschön. Ich finde den schöner als den R6 Avant. Ich glaube, er hat halt nur das Problem, dass der R6 Avant relativ gleichzeitig auf den Markt gekommen ist, in die gleiche Disco gegangen ist und viele Mädels da draußen stehen auf Dwayne The Rock Johnson eben. Aber es gibt auch andere, die mögen halt diesen Typen im schönen Anzug, der ich leider nie war. Deshalb weiß ich, wovon ich spreche. Also wirklich tolles Auto, weich gefedert, gediegen für den Alltag, während die AMGs und die M's von BMW viel brolliger, viel biestiger, viel rennstreckiger sind, ist eher mehr Alltag und trotzdem gut. Das ist eine ganz interessante, nuancenhafte Einordnung. Und jetzt geht es wie so oft im Leben um Preis. Ne? Und der Disco geht es ja darum, wer kauft den größten Drink. Und jetzt schauen wir mal einen M8, der beginnt bei 120.000 Euro. Und dann gibt es natürlich zum Beispiel einen Porsche Panamera Turbo, der beginnt bei 160.000 Euro. Dann gibt es natürlich einen M8 Grand Coupé mit 625 PS, das beginnt bei 165.000 Euro. Es gibt einen AMG GT S4 Türer mit 639 PS, der beginnt bei 167.000 Euro und der beginnt bei 121.000 Euro. Überraschung. Aber so wie hier steht, ist er dann ja, bei 164.000 Euro, ist natürlich auch fast alles drin, was Audi zu bieten hat, während der M8 Grand Coupé da unten dann über 200.000 Euro war. Und deshalb, ich weiß nicht, ob ihr es mir wirklich glaubt, aber ist dieses Auto eigentlich in seinem Segment ein echter Preis-Leistungs-Hammer? Klingt verrückt. Gelandet seid ihr hier bei dem nur manchmal verrückt wirkenden Autotester eures Vertrauens. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Abonniert das gerne. Alle anderen können von mir, wenn ihr meine Nummer wollt, auf so einer Visitenkarte die Nummer haben. Ich kaufe euch auch ein Bier oder eine Flasche Mött im Club. Bin übrigens der Jan, bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis bald.